Du und Boschier sind gleich, aber Rand haut immer noch am meisten drauf. Immer. Ne, ist heftig. Der Typ ist krank. So, ein Flammschild. Kein Platz mehr im Gepäck. Ja, what the fuck? Oh, oh, Stuhl. Irgendwas war da. Ordnen. Nein, Auto. Ja, das sieht doch besser aus. Flammenschild. Das müssen wir unbedingt. Unbedingt müssen wir. Bringt nicht viel, aber tun wir. Ah. Das ist irgendwie wichtiger. Ich habe keine Lust, dass hier alle schlafen und dann holt der Goldene da seine Superattacken raus. Das ist absolut nicht das, wo ich Bock drauf habe. Jetzt aber. Mach tot. Super. No, nicht alles 2 Meter. Also das... ist neu. Atlas und Hände. Mhm. Mal gucken, was da so geht. Offensichtlich nicht allzu viel. Ja, nee, das ist so. Wobei man halt nicht weiß, was sie können jetzt, ne? Man weiß, wie viel Leben die haben. Das ist auch schon mal eine wichtige Information, aber es ist nur die halbe Miete. Auf jeden Fall sind sie nicht schnell. Ryu kriegt ein Level ab, Boshi kriegt ein Level ab. Wunderprächtig. Den, 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 oh. Oh, ihr seid anstrengend, wisst ihr das eigentlich? Oh, jetzt Boshi auf den... Oh, das ist doch so dumm. Naja. Schön. Immer wieder ins Gesicht drücken. Dick, 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 dick. Lass mich doch mal 5 Sekunden nachdenken, bevor du mir auf den Sack gehst. Ist nicht meins. Ich sehe gerade hier auf dem Schreibtisch die Kritik 5, krass. Und da fällt mir gerade auf, das habe ich, weiß nicht, habe ich wahrscheinlich schon mal bemerkt irgendwann, aber mir fällt gerade auf, dass die damals den Mädchennamen meiner Mutter als meinen Nachnamen eingetragen haben und das dann durchgestrichen haben und meinen richtigen Nachnamen hingeschrieben haben. Faszinierende Bagatelle, oder? Finde ich auch. Dubbedubbede. Wo geht's lang? Prinzipiell ja immer nach oben, ne? Prinzipiell haben wir damit eine Kiste verpasst. Aber wir sehen schon mal den Ausgang. Das ist nicht mehr weit. Müssen wir jetzt nur noch ein bisschen draufhauen, nur noch ein bisschen. Wie gesagt, ich habe Angst davor, dass irgendwann der Pilz uns einschläfert und dann kommt der Stein und macht, keine Ahnung, Traumfresser. Irgendwie so ein Scheiß. Das war gut, das war richtig gut. Dann geht's hier raus. Oh, das sieht... Oh, fuck. War's jetzt der mit viel oder war's der mit wenig? Oh, 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 das sind ja nochmal verschiedene. Oh Gott. Scheiße.
Also es war keiner mit ganz vielen, das weiß ich. Es ist halt nur die Frage, ob der vierte Punkt in der Mitte war oder ob der unten war. Ich hatte jetzt gedacht, die haben vielleicht verschiedene Farbabstufungen oder sowas, aber dass die mir das so schwer machen, da wäre ich ja nicht drauf gekommen. Ach du Scheiße, aber bestimmt ist der dabei, sonst wäre das nicht... Sonst, da müsste man nicht rumlaufen sonst, bin ich mir recht sicher. Ah, die können auch nur angreifen und das nicht mal stark. Das ist ja Kindergarten, was ihr da veranstaltet. Ja, auch umhauen, das ist ja lächerlich hier. Bin ich total overlevelt oder was? Warten 2, das ist interessant zu wissen. Hilft dir jetzt nicht mehr viel, aber es ist interessant zu wissen für mich. Ihr seid eklig, ihr seht so eklig aus. So, haben wir das hinter uns. Da geht's irgendwo hin. So, das sind die 3 Pilze, die wir zur Auswahl haben. Und wisst ihr was? Ich werde die Aufnahme hier unterbrechen und werde mir das im Video nochmal angucken, weil ich habe keine Lust, diesen Weg zweimal zu gehen. Bis gleich, Leute. So, Leute, ratet mal, wer weiß, wie der Pilz aussieht, den wir besorgen müssen. Welcher von diesen 3 das wohl ist? Pilz mit und bringt ihn zum Assistenten. Oh, wir müssen nicht mal Backtracking machen. Hätte ich das gewusst. Ja, genau, das ist der Pilz. Jetzt gebe ich euch den Rest der Ausrüstung. Klickschalter. Toll. Die Ausrüstung ist in der Schatzkiste. Der Meister wird euch sicher erklären, wie man die Ausrüstung benutzt. Bitte passt gut darauf auf, ihr. Wenn alles gut geht, dann wird dem Meister vergeben werden. Und wir können endlich wieder in unsere Heimat zurückkehren. Bitte gebt euer Bestes, auch in meinem Namen. Opas Spiegel. Findet ihr es nicht auch faszinierend, wie ich es schaffe, die Stimme von diesem Typen innerhalb von einem Satz dreimal zu verändern? Zumindest kommt mir das so vor. So. Ding, ding, ding. Na komm, lass uns aufsetzen. Und tschüss. Das war ja eine schnelle Fahrt. Du wirst immer besser. Chuck, geschafft ohne Kampf. Das ist immer so ein Success für mich. Suck, besonders Suck. Success. Oh Mann, meine englische Aussprache, das ist wieder Müll. Hey, Mädel, tut tut. Oh, das ist ein Problem. Es gibt ja das tun können mit Krankheit. Ja, aus dem Weg gehen, Vibe. Was ist los mit dir? Glaub's ja nicht, ey. Das können wir nur tun. Geh aus dem Weg. Oh mein Gott, das können wir nur tun. Ich weiß nicht, was wir tun können. Bleib da nicht stehen. Oh mein Gott, wie soll ich nur helfen? Hör auf, da stehen zu bleiben. Oh, die Ausrüstung ist endlich da. Lasst mich nun erklären. Dieser Pilz hier wird euch alle schrumpfen. Nein. 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 Dann werde ich euch mit Hilfe der Magie in den Körper der Königin bringen. Ihr werdet im Körper der Königin gegen die böse Fetzen kämpfen. Ihr müsst sie unbedingt alle besiegen, um ihren Körper zu betreten und zu verlassen. Sprecht zu diesem Spiegel und ich werde euch rausholen. Ihr könnt mit dem Spiegel auch noch draußen sehen, aber seid vorsichtig. Ihr werdet euch jetzt hinein... Ich werde euch jetzt hineinsenden. Seid ihr bereit? Das ist ja abartig. Oh Mann, da will ich nicht drauf kommen. Und los geht's! Das ist ja geil. Ihr müsst gegen die bösen Fetzen kämpfen. Ich möchte ja nicht böse sein. Also wirklich nicht. Aber das erinnert mich an das Innere vom Wal. Und zwar ziemlich genau. Oh Gott, ist das geil. Ihr müsst gegen die bösen Fetzen kämpfen. Ich bin begeistert. Show me your moves. Angriff von hinten, was seid ihr denn? Ryoko Said. Kann mir irgendein Mediziner unter euch sagen, ob das ein vernünftiger Begriff ist? Oder ob das einfach nur ein Gegnername ist? Also ob das irgendwas wirklich ist, was im Körper rumschwubbelt? Korsaid, Ryoko Said. Das bezweifle ich eigentlich. Keine Münzen hier drin. Faszinierend. Wäre ich ja nie darauf gekommen. Ich laufe einfach meines Weges. Ich gehe mal dahin. Mal gucken, wo es mich hinbringt. Das weiß ich noch nicht genau.
Hämoglon gibt's, glaube ich. Das habe ich schon mal gehört, wenn ich mich nicht irre. Ich bin aber auch Medizin Null, muss ich sagen. Hämoglon. Mein einziges medizinisches Wissen stammt voll und ganz aus Scrubs, könnte man dazu sagen. Pepsin, das habe ich auch schon mal gehört. Wird es das erste wahrscheinlich auch geben. Aber wenn irgendwer von euch medizinisches Fachverständnis hat, dann kann er hier gerne mal unter das Video einen Kommentar posten, wo Gegnernamen samt Realbezug drunter sind. Werden wahrscheinlich 2-3 Kommentare. Würde ich mich drüber, oder eine Videoantwort, würde ich mich drüber freuen. Oh, hier ist blau. Oh, hier ist blau. Bin ich etwa schon richtig gegangen? Oh, hier ist blau. Ah, toll, das war Sackgasse. Ich glaube übrigens, ich finde übrigens das Leveldesign hier nicht so gelungen wie bei Tomb Raider, weil ich habe das Gefühl, dass die Teile eigentlich ineinander stecken. Gerade jetzt hier, wo ich hier im Kreis laufe und so weiter und mit den Türen. Und ich habe mich ja bei Tomb Raider schon mehrmals darüber gewundert, wie gut die das alles ineinander verpackt haben, dass die wirklich überall und keine Ahnung, wie, das ist awesome. Das ist echt höchste Programmierkunst, würde ich fast sagen. Also Level-Design-Kunst. Programmierer kann da jetzt sich wenig fühlen, wenn das Level gut designt ist. Eine Fettzelle! Du böser Bastard! Wir werden dich töten. Ah, die wehrt sich. Das muss man sagen. Die ist mächtiger. Was? Ich möchte mal einfach nur die Assoziation zusammenbringen. Fettzelle läuft weg. Fett laufen. Stört das nur mich? Weiß ich ja nicht. Oh mein Gott, hier gibt es so viele Kammern und Wege. Hätte uns mal jemand einen Stadtplan mitgeben können? Nee, das hat keinen Zweck. Fettzelle läuft weg und die drumherum, die nerven eh nur. Goldene Mitte. Angriff von hinten ist gut, da kann man immer sofort weglaufen. Ja, ja, wir müssen alle Fetzeln töten am Arsch. Was? Ist das hier einfach euer Revier oder was? Na gut. Wie ihr meint. Ich hab Zeit. Jetzt gehen sie alle auf die Fetzel. Nicht? Hätte ich jetzt gedacht. Boshi, ein Meister seiner Kunst, ein Meister seiner Kunst. Genauso hatte ich mir das erwünscht. Jetzt voll Damage auf die Fettzelle. Bräuchte ja Feuerzauber, ne? Wäre überhaupt mal die Idee, gleich mit Stan Feuerzauber auszuprobieren. Nee, die stirbt noch nicht, oder? Doch! Was? 12.000 Erfahrung. Jetzt gibt's hier drin noch keinen Kampf mehr, oder? Ah, doch. Wieder ein Fett, 3 Fettzellen. Oh. Ja, wir müssen alle Fettzellen töten, hat er gesagt, ne? Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Ich weiß es nicht, ob das richtig ist, was ich hier tue. Flamme auf alle. Das ist eine gute Idee. Fett verbrennen, ne? Hm. Macht ein bisschen Schaden. Also zumindest nicht schlecht, aber Nahkampf ist einfach, rockt einfach viel mehr, was ich hier raushauen kann. So, eine ist tot. Eine läuft weg, super.